So. Die letzte Sache, die wir jetzt noch heute machen, ist, ihr wisst es sicherlich schon, nochmal uns das letzte Video angucken. Und dann war's das für heute. Ja, irgendwie bei der heutigen Aufnahme haben wir nicht so wirklich viel gemacht, auch nicht so wirklich viel Quests erfüllt. Aber egal. Nein, das ist der Telefonclub. Ach. Sorry. Falsch. Man kann die Sachen ja auch mal verwechseln. Hier kriegen wir auch aufreizende Animationen zumindest zu sehen. So, Mr. Shakedown kommt nicht mehr. Schade. Finde ich sehr schade. Ich habe mich eigentlich sehr darüber gefreut, ihn wieder zu sehen. Und ihn mal Platz zu machen. Ja, wir haben es gleich geschafft. So. Jetzt. Guti. Letztes Video. Schauen wir uns noch an. So. Haruki Sato. Die hat so ein bisschen abstehende Ohren. Sieht zumindest aus. Mal schauen, wie sie in Wirklichkeit aussieht. Im Vergleich. Enjoy the video. Machen wir, machen wir. Und ein kleines Bäuchlein. Oh, das ist süß. Und ein bisschen Hüftspeck. Das ist doch niedlich. Das finde ich schön. Dass sie da nicht alle Gärten schlank sind. Dafür hat ja natürlich auch eine entscheidende Oberweite. Eine entscheidende? Eine gewaltige, vergleichsweise wahrscheinlich. Da hält tatsächlich der BH nicht. Da braucht sie wirklich mal einen neuen. Wahrscheinlich. Trägt man wirklich BHs so, dass die unten so die Brust rauslassen? Ich weiß nicht. BHs. Bikinis. BHs wahrscheinlich auch. Das kommt mir so ein bisschen... das sollte nicht so sein. Oder trägt man das so? Ich glaube nicht. Sie hat auch ein sehr unsicheres Lächeln. Das ist so... Ich weiß nicht, wie ich vor einer Kamera lächeln soll. Dann lass es einfach. Wenn du es nicht weißt, lass es. Weil sonst... Das wirkt sehr künstlich. Ansonsten. Ja, sie weiß halt nicht, wie man vor der Kamera lächelt. Aber es ist auch die Situation. Ich meine, stell dir mal vor, ihr würdet in Badeunterwäsche oder in einem Bikini vor einer Crew wahrscheinlich da stehen und versuchen, vielleicht auch wenn ihr das erst zum ersten Mal macht, irgendwie zu lächeln. So, du wirst beobachtet von zigtausend Augen. Okay, vielleicht nicht so vielen, aber trotzdem. Ne, ihr wisst, was ich meine. So, wir haben jetzt das auch fertig gemacht. Oh, da ist Mr. Shakedown. Wenn man vom Teufel spricht, da liegt er. Ich hau den jetzt einfach. Platz ist mir scheißegal. Komm, wach auf. Komm, wach auf. Wach auf. Oh Gott, ey. Gerade jetzt, wo ich... Ich kann ihn nicht aus... Wach auf. Ich kann nichts tun. Das ist gerade sehr frustrierend, weil der Penner schläft. Ich würde ihn am liebsten hier einfach zusammenprügeln jetzt. Hau ihn doch mal aufs Maul. Komm, vielleicht kommt, steht er auf, wenn ich den Typen hier anremple. Und seine Freunde da vorbeikommen. Vielleicht wacht er ja vom Lärm auf. Okay, ich dachte nicht, dass er das so macht, aber gut. Wenn er denn möchte. Und weg damit. So, Mr. Shakedown wird da wahrscheinlich nicht nochmal liegen. Nicht mehr liegen. Schade. Ich hätte ihn echt gerne kennengelernt. Getroffen, aber leider ist er wirklich nicht mehr da. Egal. Wir speichern, wie gesagt. Und dann beenden wir den Spaß hier. Ja, beim nächsten Mal. Ich überlege gerade, was wir machen können. Ich glaube, ich würde einfach beim nächsten Mal mir das Geld vom Pfandleiher abholen, nochmal ein paar Sachen kaufen für unser Auto.
Das ist ja wenigstens, wir haben ja 20.000, das heißt, ich kann mir zwei Sachen, kann ich mir holen. Dann vielleicht nochmal versuchen, Rennen zu fahren, ansonsten mache ich halt ja Haupthandlung. Jetzt habe ich keinen Bock, mich mit euch auseinanderzusetzen. So. Genau, das ist der Plan. Mal schauen, ob ich den durchsetzen kann. Ansonsten vielleicht laufe ich jetzt auch nochmal durch die Gegend und check, was ich als nächstes machen kann. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Moonbots mit dem Jamo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, mal schauen. Ansonsten treffen wir uns eben mit Ola. Bye, bye. Und da sind wir wieder bei Yakuza Zero. Wo sind wir? Was haben wir vor? Das kann ich euch gleich sagen. Wir haben ja noch den Tanzwettbewerb, den wir beiwohnen können. Und wir haben noch eine andere Sache, die ich euch gleich zeigen werde, wenn wir hier lang gehen und den Leuten hier versuchen auszuweichen. Weil die nerven. Und zwar, ich glaube, das war hier. Nein, Moment, stimmt gar nicht. Das war nicht hier. Jetzt laufe ich hier aus Versehen falsch lang. Oh, was haben wir denn hier? Zufälligerweise haben wir eine Karte gefunden. Cool. Und zwar die von Riko Minato, Type B. Ist ja cool. Haben wir gleich mal das gefunden. By the way, beiläufig eigentlich. Ah, hier ist auch das Hotel, wo wir uns immer mit den... Alter, wo seid ihr hier überall? Können wir hier außen... Nein, können wir nicht. Verdammt. Aber wir können jetzt hier wieder zurücklaufen. Oh, die waren ja immer noch dort. Wo war denn das jetzt? Hier war das, genau. Hey, say buddy, hold up. Hm? Who are you? Just a messenger. You are Kiryu-san, right? There's a place you need to go. Someone's waiting for you. Who is it? Can't you guess? Someone from the Dojima family. Hmm. Then tell them if they want to see me, they can come to me themselves. They told me you would say that. They are Dojima family, but not your enemy. Just go see them. You will see. What? Anyway, that's a message. I already got paid to bring it to you, so don't worry about it. Oi. Hold on a second. Huh? You didn't say where. Where's the Dojima family? This guy waiting. Oh, right. Oops. That was careless. Some messenger. They're at the batting cages. There. That's the whole message delivered. Dojima family, but not an enemy. Who fits that bill? Hmm. Hör to the family. Wir werden es gleich herausfinden. Wir gehen nämlich da sofort hin. Batting cages. So, so, so. Also hier gibt es, wie gesagt, noch ein paar Sachen, die wir jetzt machen können, bevor wir die Haupthandlung weiter verfolgen. Erstmal werden wir zu den Batting Cages gehen und dann mal schauen, wer uns da erwartet. Ich habe keine Ahnung. So, mal schauen. Dojima. Oh yeah, there's supposed to be someone waiting for me. Someone from the Dojima family. Don't see anyone who looks that part. Over here, Kiryu-kun. Der sieht aus wie aus der Pate irgendwie von der Kleidung. Nani? What? It can't be. Did you get my message? I sent for you, Kiryu-kun. Master Daigo. It's been a while. Ich bin mir sicher, dass der bestimmt in einem späteren Teil erst von Bedeutung ist. Ne? Ist ja hier so das... Ne. Daigo-kun, who's this guy? Kiryu-kun, he was a part of my father's family business. I heard he got kicked out for some reason, though. Oh, former soldier then, eh? Say, why would you get the boot? You pop a boner in the boss office or something? What's it matter to you guys? You can leave now. I'm gonna hang with Kiryu-kun. Huh? But Daigo-kun, you said you would spring for the party at the arcade. What happened to the plan? Another time. Not like that's anything special. Huh? What?
You can't just ditch us after you call us out. What? You want to make something of it? Tuh, never mind. I get it, Daigo-kun. Be seeing you. Master Daigo, did you need me for something? Come, hang out with me. I just felt like hitting the town for a change. What, now? Mom says that Dad's way too busy for me right now, so I've got a lot of time to kill these days. Yeah. Yes, but... What's the matter? You used to play with me all the time, right? You getting kicked out of the family doesn't mean we can't still hang out, does it? Well, if anyone from the family saw us together, things could be bad for you, Master Daigo. It's not a good idea. It's fine. Those spineless grunts don't have the balls to say anything to my face. All they do is talk behind my back. But... Chill out, Kiryu-kun. You need to let go and have some fun. Come on, I've got enough money to cover us both. Besides, if you are with me, there's no way the family would risk messing with you. You are in real hot water, huh? Okay, der kleine Junge, der wahrscheinlich der Erbe ist der Dojima-Familie oder so. Der wird bestimmt später wichtig. Ganz bestimmt ist da dann irgendein Boss oder sowas. Ich weiß es aber nicht. Okay, we are off. First stop the arcade. And that will do. The arcade? Okay. Just want to hang out with you, Kiryu-kun. I don't really care where. Let's go already. Master Daigo, can we slow down a little? Hey, can you quit in with that master thing? You can just call me Daigo from now on. You are not a part of the Dojima family anymore, Kiryu-kun. Yeah. No, I can't do that. Consider it a request from a friend, not an order from a patriarch's son. Does that work for you? You've always been a good kid. It's a miracle given his dad. I guess I can afford to give him a little time. Ja. Verbringen wir ein bisschen Zeit mit dem Jungen. Muss bestimmt sehr einsam sein, wenn man nur falsche Freunde hat und Leute, die quasi das machen müssen. Obwohl sie es wahrscheinlich gar nicht wollen, mit ihm rumzuhängen und so weiter. Naja. Kiryu-kun, check that out. Ja, schon wieder das Ding hier. Warum war die das immer? UFO Catcher. Have you tried this before? I'm totally hooked on it. I've sunk so much money into these, it's not even even funny. What should I try to get today? Check out my skills, Kiryu-kun. Do I need to do anything? I'm giving you a demonstration first, okay? Here goes. What is this bullshit? It sucks today. What's wrong with this place? The management must suck. Okay, das ist ein bisschen aufgebracht. Master Daigo, you shouldn't be dissing the business out loud. Don't tell me what to do. There's no end to this. Haven't you had enough? If I quit now, I've wasted all the money I've already used. And didn't I tell you to drop that master stuff? Yeah. Yes, but that would be... It doesn't matter. Anyway, Kiryu-kun, your turn. I have 300 yen left. Let's see you get that for me. Mal schauen, wir kennen uns ja ganz gut aus. I guess I can give it a try. Ja, wir kennen uns ganz gut aus, wir können das ja eigentlich bewerkstelligen. Dann machen wir das mal. Ist das so ein dummer Vogel oder? Hier so ein Familiending hier. So, wir machen das mal rein und holen ihm mal das blaue Ding hier raus. Ah, das war vielleicht nicht ganz so gut. Oder? Nein! Bei den Füßen haben wir es verloren. Dann holen wir ihm so eine Mama. Ah, auch nicht so gut. Ich war da mal drin besser, habe ich das Gefühl. Die fallen alle um. Was ist denn das für ein Betrug?
Vor allem, die fallen alle so um, dass ich die nicht wieder kriegen kann. Dann versuche ich mal das da hinten. Ob das hinhaut? Nein, wir haben gar nichts. Wow, voll schlecht. Jetzt würden wir ihn bestimmt kriegen. I'm all out of 100 coins. Well, it's not your fault. I couldn't get it after dropping all that money. As if you could do better, right? I make no excuses. Oh, don't beat yourself up. Let's just move on, huh? Maybe it's time to call it a day. I've got some things to take off, too. Huh? What are you talking about, Kiryu-kun? We are just getting started. But... Let's go somewhere else. Not a kiddie place like this, but somewhere kids can't go by themselves. Somewhere kids can't go. Wo gehen sie hin? Wo gehen sie hin? Eine Frage, die sich nicht beantworten lässt, nur bei einem Ladebildschirm. Oh, nach draußen. Where do you propose we go? I told you. I want to go somewhere kids can't go by themselves. Ins Kino vielleicht. Not that this neighborhood has anything but... Can't argue with that. Kiryu-kun, do you know a place called Asia? Oder Asia? Asia. The continent we're on? No. It's a bikini bar. Here? No, a bikini bar would be inappropriate. Fine then. How about a telephone club? I heard there's a place you can watch catfights too. Maybe we should settle for a lounge. A lounge? Fine. I will buy you a drink. Ich dachte, du hast kein Geld, hm? I thought you run out of cash. Yeah, 100 coins. Plenty of bills. Where those came from. There's a lounge in Pink Street that should do. We'll see if they do virgin drinks, I guess. Ja, bestimmt. Hallo, jede Bar kann wohl alkoholfreie Drinks machen. Und zum Mixen haben die immer irgendwas da, wie Cola oder Seltas oder sowas. Das sollte schon gehen. I'm sorry, but we can't have children here. Das ist eine Karaoke-Bar. I won't ask you to serve a mugo, but can you just let us hang out here a little? I'm so sorry, I really can't help you. There are other guests I have to consider. Yeah, I know where you're coming from. Nee, nee. Hey, don't you know who I am? No, I'm sorry, but even if you were the Prime Minister's son, I'm still not allowed to let kids in. My father's Sohai Dojima. He's the patriarch of the Dojima family. You wanna reconsider that stance? Huh? You're joking, right? If this is a joke, why aren't you laughing? Well... You wanna do business in this town? You better remember my name. It's Daigo Dojima. Und schon dürfen wir hier bleiben. Nee, nee. Over here, Kiryu-kun. Have a seat. I'm sorry, we won't stay long. Just mix some oolong tea with soda or something. You can't be caught serving alcohol to a minor. You can't be caught. Okay, I will do that. Hey, how about some girls? Hurry up and send someone over. That's what you do at the lounge, right? We are karaoke lounge. We don't really offer that kind of service. What a sad little dive. Oh, well then, I don't work here, but I'm a real-life hostess. How about I attend to you, huh? Han. Wait a minute, lady. I will show you how fun grown up talk is, young man. Oh, you are so adorable. Huh? Well, you will have to do. Sit yourself down and be quick about it. Okay, eine ältere Dame. Seriously? Oh my, are you really the son of Dojima Yakuza's boss? The Dojima Yakuza boss? Many of the Dojima family gentlemen patronize our club. But I never knew Dojima's son had such an adorable son. What a cutie. Is that right?
What grade are you in? Maybe you are around my little brother's age. Beats me. Mm-hmm. Oh, are you grumpy today? Or maybe you are just a little shy around a lady. What? Oh, you are adorable even when you are pouting. Listen, why don't you get lost? You are annoying me now. Mm-hmm. Excuse me? You said your little brother's in is in elementary school? Yeah, right? Don't you mean your son? Eh? Huh? And what are you trying to pull with this drink? It's just tea with splash of soda. Do you think your guests are stupid? How much do you charge for this swill? Just because I'm a kid doesn't mean I can't screw with me. You can screw with me. Some ugly bag chats me up and I get served fake kitty shit? What a joke. Master Daigo, I asked them to make you that drink. I know that. Also, the hostess was unexpected. Right? But the Daigo Dajima I know would never take pleasure in mocking a woman. What's wrong? No, it's nothing. It's just... Maybe things turned out this way because nothing ever happens in my life. I've got no one I can talk to. Anyone who wants to talk to me has an agenda, whether it's money or getting in good with my father. Master Daigo. I told you not to call me that. You are not even in the family anymore. I'm sorry. Let's blow this joint, Kiryu-kun. Keep the change. Huh? Oh, thank you very much. Sorry about that. Yeah. No, that's fine.